Guten Tag. Ich bin für die Einführung des sogenannten nordischen Modells, manche sagen auch schwedischen Modells, in der Prostitution in Deutschland. Was ist eigentlich dieses nordische Modell? Erstens werden die Frauen in der Prostitution entkriminalisiert. Zweitens gibt es breite Sexualaufklärung und Aufklärung über Prostitution bei Jugendlichen und in der Gesellschaft. Drittens gibt es Ausstiegshilfen, staatlich organisiert für die Frauen, damit sie andere Perspektiven bekommen. Und schlussendlich gibt es eben das Sexkaufverbot. Und wenn Freier dagegen verstoßen, werden sie bestraft, wenn sie erwischt werden. Ich habe mit einigen Menschen gesprochen, die aus ihrer ganz eigenen, ganz unterschiedlichen fachlichen Perspektive einen Blick auf das System Prostitution in Deutschland haben. Diese Menschen möchte ich Ihnen im folgenden Film mit ihren Argumenten gerne vorstellen. Sandra Norak war 6 Jahre in der Prostitution. Sie hat inzwischen den Ausstieg geschafft. Der Einstieg in die Prostitution war über die sogenannte Loverboy-Methode. Die Loverboy-Methode funktioniert so, dass Männer, vor allem junge, minderjährige Frauen, eine Liebesbeziehung vorspielen und von Anfang an aber den Vorsatz haben, wenn sie eine Beziehung zu der Frau aufgebaut haben, wenn eine emotionale Abhängigkeit besteht, diese Frauen dann in die Prostitution zu treiben, zu zwingen, indem sie dann Schulden vorgeben, indem sie vorgeben, dass sie erpresst werden oder indem sie die Frauen selbst erpressen. Die Loverboy-Methode ist eine Rekrutierungsform und fällt unter anderem unter Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung. Was das junge Mädchen, was die junge Frau aber am Anfang natürlich nicht weiß. Oftmals wird von diesen Loverboys dann eine vorgegeben, dass ihre Existenz gefährdet sei, dass ihr Leben gefährdet sei und die jungen Mädchen, die jungen Frauen die einzigen sind, die ihnen aus dieser Lage helfen können. Und die Loverboys geben dann vor, dass eben Prostitution die Möglichkeit ist, wo man ja am schnellsten, am meisten Geld mit verdienen kann und dass die einzige Option ist, wie diesen Männern geholfen werden kann. Das Schwierige an der Loverboy-Methode ist, dass es von außen so aussieht, als würden die Frauen das freiwillig machen und dass die Frauen auch sehr oft denken, sie machen es freiwillig, dass sie also überhaupt gar kein Opferbewusstsein haben. Dann ist es auch sehr, sehr schwierig für die Polizei, für die Strafverfolgungsbehörden das aufzudecken, weil die erstens gar nicht mal zur Polizei geht und zweitens, das war bei mir auch so, wenn die Polizei dann kommt, weil sie sogar einen Hinweis bekommt, dass diese Frauen dann oftmals ihre Täter schützen, ja, weil sie ja eine emotionale Bindung zu ihnen haben, weil sie ja in einer vermeintlichen Beziehung mit dem Täter sind. Und das macht das Ganze sehr, sehr schwierig. Dann gibt es noch die sogenannten Lover Girls, die, wie ich finde, oftmals in der Debatte noch zu kurz kommen. Als Lover Girls werden Frauen bezeichnet, die sehr oft selbst Opfer von Menschenhandel waren, wo der Täter dann irgendwann, wenn die Frauen nicht mehr so attraktiv für die Freier sind, wenn die Frauen nicht mehr so lukrativ sind, zu den Frauen sagen, wenn du mir hilfst, eine andere Frau auszubeuten mit der gleichen Masche, dann kannst du deine Prostitution beenden. Also die Frau kann quasi ihr Leid ja, beenden, indem sie ihm hilft, andere Frauen auszubeuten mit der gleichen Masche. Und diese Lover-Girl-Masche oder diese Frauen, die ehemals ausgebeutet wurden und jetzt selbst Frauen in der Prostitution, in der Zwangsprostitution ausbeuten, die sind ganz, ganz geläufig. Und das sieht man vor allem sehr oft auch bei Frauen, die Bordellbetreiberinnen sind. Wenn man hinter diese Geschichten schaut, dann sind es sehr oft Frauen, die selbst sehr viel Gewalt in der Prostitution erlebt haben, die Ausbeutung in der Prostitution erlebt haben und die quasi jetzt die Seite gewechselt haben. Die Loverboy-Methode, das ist sicherlich die häufigste Methode, um Frauen an sich zu binden und damit die dann das tun, was der Mann möchte, nämlich dass sie auf im Bordell Geld verdienen. Daneben gibt es nicht auch die psychische Gewalt. Dann wird sie erpresst mit Fotos, mit lasziven Fotos, dass die Angehörigen in den Heimatländern dann informiert werden. Und dann ist die Frau diesen Leuten, diesen Menschenhändlern ausgeliefert. Natürlich gibt es auch die physische Gewalt, das stellen wir regelmäßig fest, auch mit entsprechenden Hämatomen und anderen Spuren am Körper.
Insgesamt ist es aber geringer, weil die anderen mehr von geringeren Ausmaße, weil die anderen Methoden eben genauso zum Ziel führen. Auch wenn wir dann Frauen sehen, die offensichtlich eben misshandelt worden sind. Ich habe da noch ein paar so Dinge vor meinem geistigen Auge. Eine hat mal wirklich ein massives Hämatom im Auge gehabt. Die hat alle möglichen Sachen erzählt. Wir wussten, die hat einen Zuhälter. Und die hat alle möglichen Geschichten erzählt, von Treppe runterfallen und so weiter, um ja nicht hier ihren Zuhälter belasten zu müssen. Eine andere Frau ist mir in Erinnerung, die hatte wirklich Striemen. Die hatte Striemen, also am ganzen Körper offenbar von Gürtelschlägen oder was Ähnlichem. Und die hat nichts gesagt. Die hat nichts gesagt. Wir hatten damals eine Razzia. Und erst wie wir haben gesagt, der Zuhälter ist festgenommen, es ist ein Haftbefehl da, wir haben andere Belege und Beweise. Und das hat sie nicht geglaubt. Und dann wollte sie sehen, ob er wirklich eingesperrt ist. Und sie hatten dann in der Zelle kurz gesehen. Und ab da war eine Wendung um 180 Grad da und die Frau hat ihre Geschichte erzählt, wie sie geschlagen worden ist und war dann eine wertvolle Zeugin. Also das sind so kleine Einblicke in die Psyche der Frauen. Die stehen unheimlich unter Druck. Welche Frauen sind in der Prostitution? Sind es überwiegend junge Frauen? Ja, junge Frauen sind sehr typisch. Ich habe natürlich auch ältere Frauen in Bordellen gesehen. Die Masse in Deutschlands Bordellen und das erfährt man auch auf jeder Polizeistelle, wenn man sich da erkundigt, sind 90% oder noch mehr Frauen aus dem Ausland, aus Osteuropa, die sehr jung sind, die natürlich nicht einfach in Rumänien beschließen, sie sind aus einem armen Dorf und sie klingeln jetzt irgendwo in Deutschland an einem Großbordell, sondern natürlich werden denen Versprechungen gemacht, die werden nach Deutschland rekrutiert. Ich meine, wie soll ein 18-jähriges Mädchen in Rumänien darauf kommen, in Deutschland anschaffen gehen zu wollen? Das ist eben das, was viele Leute nicht sehen, dass sich diese jungen Frauen, die da in den deutschen Bordellen sitzen, nicht frei dafür entscheiden, sich jetzt von 10, 20 Männern am Tag irgendwie penetrieren lassen zu wollen. Welche Rolle spielt Freiwilligkeit in der Prostitution? Also ich kann natürlich nicht für jede Frau sprechen. Wenn eine Frau sagt, sie macht es freiwillig und für sie ist es in Ordnung, dann steht es mir nicht zu, dieser Frau das abzusprechen. Wobei ich als Betroffene von Menschenhandel damals auch gesagt habe, dass es für mich in Ordnung ist. Aber es mag diese Frauen geben. Tatsache ist aber, dass diese Frauen, für die Prostitution okay sein mag, die von Sexarbeit sprechen, absolut in der Minderheit sind. Ich in meinen 6 Jahren keine von diesen Frauen kennengelernt habe, die sagen, Prostitution ist ihre Erfüllung und sie sind damit glücklich. Man kann Gesetze nicht danach ausrichten. Ich meine, wir sprechen davon, dass es 100.000, 200.000, 400.000, es gibt die Zahl bis 1 Million Menschen in der Prostitution in Deutschland gibt, Frauen in der Prostitution in Deutschland gibt. Und wenn da 1% oder 2 oder von mir aus 5 oder selbst wenn es 10 sind, sagen, die machen es gerne, dann kann man nicht die anderen 100.000 im Stich lassen und die Gesetze an Sexarbeit ausrichten, wenn es für die meisten dort schwere Gewalt ist und die mit Leib und Leben dafür zahlen. Was sagt eigentlich eine Traumatherapeutin zum Thema Freiwilligkeit? Dann gibt es natürlich einen kleineren Anteil von Frauen, die keine Zwangskontexte, keine Notlagen haben. Von denen sehe ich auch immer wieder welche in der Praxis, die sich früher prostituiert haben oder immer noch prostituieren, das seltener. Da muss man schauen, das sind fast immer Menschen, die vortraumatisiert sind. Ja? Auch das Europäische Parlament hat es schon festgestellt, 2014, der allergrößte Teil, ich glaube 80-95% der Menschen der Prostitution haben schon vor der Prostitution massive Erfahrungen von Gewalt, sexualisierter Gewalt, Vergewaltigung, sexueller Missbrauch, Vernachlässigung, physische Gewalt erlebt. Und traumatisierte Menschen haben einen verringerten Selbstschutz, gerade komplex traumatisierte Menschen. Das heißt, sie haben die Tendenz, sich häufiger in gefährliche Situationen, riskante Situationen zu begeben. Sie haben wie eine Tendenz teilweise auch, das ist ein diagnostisches Merkmal einer komplexen posttraumatischen Belastungsstörung, sie haben die Tendenz, sexuelle Kontakte einzugehen, bei denen sie sich selber in Gefahr bringen. Das hat nichts mit einer echten Willensfreiheit zu tun, sondern das ist ein klinisches Merkmal einer Traumafolgestörung.
Und zu behaupten, Menschen, die sich prostituieren, wenn man weiß, dass sie größtenteils vortraumatisiert sind, das sei freiwillig, ist aus klinischer Sicht zynisch. Ist Prostitution oder wie manche sagen Sexarbeit eine Arbeit wie jede andere? Also, wenn man in der Prostitution ist, dann, viele Leute vergleichen das mit einem Beruf bei Aldi an der Kasse. Und ich finde diesen Vergleich ganz schrecklich. Die sagen, ja, die Frau hat auch keine Lust zu arbeiten bei Aldi an der Kasse, aber die muss halt auch irgendwie Geld verdienen. Ja. Und die vergleichen das mit einer Frau, die von 10, 20 Männern am Tag penetriert wird und sagen, ja, mein Gott, die hat halt keine Lust, ja, aber die muss es halt machen, um Geld zu verdienen. Und allein da zeigt sich schon, dass Menschen gar nicht verstehen, was Prostitution eigentlich ist, unabhängig von Zwangsprostitution, von Menschenhandel, einfach was Prostitution überhaupt ist. Es wird in unserer Gesellschaft so verharmlost, so unproblematisch dargestellt, wenn Menschen davon Arbeit sprechen, dass viele junge Frauen da auch reinschlittern, manchmal auch ohne Zuhälter, und dass die dort einfach kaputt gehen und nicht mehr rauskommen, weil Prostitution ist keine normale Arbeit. Aber mal ganz banal, als Kassiererin lasse ich meinen Arbeitsplatz hinter mir. Ich lasse meine Arbeitswerkzeuge, sprich die Kasse und so weiter, hinter mir. Ich lasse meinen Kittel vom DM oder sonst wo hinter mir, meine Arbeitskleidung, oft ja auch eine Schutzkleidung. All das sind Dinge, dass die Prostituierte nicht machen kann. Sie hat keine Schutzkleidung, sie ist nackt. Sie hat die Spuren in sich, sie kann den Körper leider nicht zurücklassen. Die Vagina ist ihr Arbeitsinstrument und wie meine Kollegin Dr. Ingeborg Krause schön gesagt hat, die Benutzung der Vagina als gefühlsloses Werkzeug ist nur unter Dissoziation möglich. Das ist ein großer Unterschied. Wenn ich in Situationen bin, wo ich so viel Gewalt erlebe, dass ich es einfach nicht mehr aushalten kann, dann schaltet sich quasi mein Bewusstsein aus der Situation ab. Ich erlebe die Situation trotzdem. Das ist der Grund, warum sehr viele dann posttraumatische Belastungsstörungen haben, Flashbacks, Triggern. Aber in diesem Moment, wo die Gewalt passiert, schalten sie sich ab und sind wie in einem Trance-Zustand. Und dieser Schutzmechanismus ist natürlich hilfreich für die Frauen, das auszuhalten. Aber natürlich auch insofern schädlich, dass sie aufgrund dieses Trance-Zustands oftmals die schwere Gewalt in diesem Moment gar nicht richtig wahrnehmen können, weil sie betäubt sind. Diese Dissoziation allerdings führt auch dazu, dass Menschen dann in der, gerade auch die sich prostituieren, nicht so bewusst realisieren, wie sehr sie beschädigt werden. Dissoziation führt eben dazu, dass man das immer wieder tun kann, weil man gar nicht, während man in diesem Hochstress ist, gar nicht so genau merkt, was mit einem passiert. Alle Frauen, also da nehme ich gar keine aus, alle Frauen, die ich kannte und auch ich selbst, haben Alkohol, Drogen, entweder beides zusammen oder nur eine Sache genommen, um sich weiter zu betäuben, um das aushalten zu können. Auch daran sieht man, dass Prostitution kein Beruf wie jeder andere ist. Denn bei Aldi an der Kasse muss ich nicht zwei Sektflaschen in mich reinschütten oder eine Flasche Wodka, damit ich arbeitsfähig bin, sondern in der Prostitution betäuben sich die Frauen, damit sie das nicht mitkriegen, was mit ihnen gemacht wird. Und auch die Frauen, die ich kenne, die Escorts machen, wo man ja immer sagt, es ist die bessere Prostitution, die trinken alle Alkohol und oder nehmen Drogen, weil sie das nüchtern einfach nicht aushalten. Kann es sein, dass Frauen in der Prostitution besonders viel Lust auf Sex haben? Also bei der, sagen wir, selbstbestimmten Sexualität, wo ich jemanden suche und jemand bei Tinder finde und Lust habe und mich treffe, da ist es ja selbstbestimmt. Auch die Frau sagt, was sie möchte, wen sie möchte. Wohingegen bei der Prostituierten geht es gar nicht darum, was die Prostituierte möchte, wann sie es möchte, ob sie überhaupt mit diesem Freier möchte. Es ist eine egozentrische Triebbefriedigung des Freiers. Er bestimmt über den Körper und die Prostituierte ist sozusagen das Objekt. Das ist alles, es ist eine ganz andere Art von Sexualität. Wir haben dann noch vielleicht einen kleinen Teil an Menschen, sehe ich auch manchmal, die keine gravierenden Traumata erlebt haben, sondern nur sehr selbstunsicher sind. Zum Beispiel junge Frauen,
die sehr selbstunsicher sind, die sehr unsicher sind, ob sie körperlich attraktiv sind oder die einen enormen Mangel an Bestätigung und auch an Zuwendung oft bekommen haben und deshalb einen riesen Hunger nach Bestätigung haben. Und solche Frauen sind auch eher in Gefahr als andere, anzufangen, Bilder von sich zu verkaufen, also pornografisches Material zu erstellen, sich dann zu daten, auch mit Männern in Autos zu steigen, sprich sich am Ende zu prostituieren, weil sie diese Bestätigung anfangs brauchen, weil ihnen das anfangs wie gut tut. Aber auch hier muss klar sein, das ist keine echte Freiwilligkeit, sondern da haben wir einen psychischen Mangel, eine Selbstunsicherheit, die kompensiert wird mit diesem sich vermarkten, sich verkaufen, sich prostituieren. Und auch das hat nichts mit echter Freiwilligkeit zu tun. Was macht das mit dem weiblichen Körper, wenn er von so vielen unterschiedlichen Männern benutzt wird? Also ich persönlich, ich weigere mich ja immer, dieses abzutrennen, den Körper und die Psyche der Frau, das ist mir ganz wichtig. Natürlich besteht die Frau nicht nur aus einer Vagina, es ist auch keine Sexmaschine, wo man was reinsteckt gegen Geld. Sie müssen sich vorstellen, Sie haben mit jemandem Sex, mit dem Sie gar keinen Sex haben wollen, da sind Sie schon verkrampft und das geht bis oberflächliche Schürfwunden, bis zu schweren Infektionen, die aufsteigend sein können, in die Gebärmutter, in die Eierstöcke. Also eine Sache, die auch bleibenden Schaden hinterlassen kann bei den Frauen, bleibende Infektionen. Die Frauen, wenn die häufig Unterleibsentzündung haben, ist es fraglich, ob die nochmal Kinder bekommen können. Das sind so die Dinge, was es körperlich mit den Frauen macht. Nochmal dazu gesagt, es ist für mich extrem nicht nachvollziehbar, wie man den Körper und die Vagina trennen kann. Das ist die Frau und vor allem die Seele der Frau, die da extrem darunter leidet. Die Frauen berichten fast ausnahmslos über Schmerzen. Körperliche Schmerzen, Unterbauchschmerzen, Brennen in der Vagina, Infektionen in der Vagina. Da kommt gleich dann dazu, dass die noch nicht mal Geld haben, oft sich eine Packung Ibuprofen zu kaufen oder gar Antibiotika. Die meisten der Frauen sind trotzdem, dass das Gesetz vorschreibt, immer noch nicht krankenversichert, haben also auch keine Möglichkeiten, sich Medikamente zu holen, wenn sie keinen Arzt finden, der das macht für sie, ein Innenrezept schreibt. Schmerzen, Schmerzen, Schmerzen und nochmal Schmerzen. Tag und Nacht, Brennen in der Scheide, Bauchschmerzen, das ist so das Typische. Und ich würde sagen, fast jede Prostituierte leidet darunter. Wenn sie jetzt täglich Verkehr mit fremden Freiern haben und wir wissen ja alle, dass dann auch oft doch öfter immer wieder mal gefördert wird ohne Kondom und sie bekommen diese Unterleibsentzündungen, abgesehen von schweren Infektionen, die sie das Leben kosten können, so kann das zu Veränderungen im Bereich der Genitalorgane führen, Verklebungen der Genitalorgane und das führt eben irgendwann dazu, dass die Frauen infertil sind, keine Kinder mehr bekommen können, wenn sie es doch mal schaffen sollten, in ein normales Leben zurückzukehren. Schmerzen, ich sage immer wieder Schmerzen, 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 das ist das, was diese Prostituierten plagt. Da können Sie jede Prostituierte fragen, die ist dankbar immer über ein Schmerzmittel. Was sind Freier eigentlich für Typen? Bei den Freiern ist es so, dass es mehrere Typen gibt. Es gibt Freier, die sind gerne gewalttätig zu den Frauen in der Prostitution, die stört es gar nicht, die regt es noch an, wenn die merken, dass die Frauen Schmerzen haben. Wenn die merken, dass die Frauen sagen, hör auf, dann ist es für die noch ein Grund weiterzumachen. Dann gibt es diejenigen Freier, die immer sagen, die anderen Freier waren bestimmt scheiße und ich bin jetzt deine Rettung heute. Die sich als gute Freier ausgeben oder nette Freier betiteln wollen. Natürlich muss man in der Prostitution schauspielern. Und das wissen aber die Freier auch. Und die wissen auch, wenn man lächelt, ja, es gibt immer Momente im Zimmer, wo die in deine Augen sehen können, wo die sehen können, dass es dir nicht gut geht, wo die sehen können, dass es dir keinen Spaß macht, wo die sehen können, dass du unter Druck stehst, unter Zwang stehst. Also ich hatte keine solchen Freier, die zu mir gesagt haben, wir machen jetzt mal eine Pause, du siehst nicht gut aus, wir lassen das jetzt lieber. Ich hatte zwar Freier, die zu mir gesagt haben, oh, du siehst heute nicht gut aus, ja, was ist denn los? Die aber letztlich auch nicht auf ihr Programm verzichtet haben, sondern gesagt haben, jetzt haben wir 10 Minuten gequatscht, ja, über deine Probleme und jetzt lass uns mal
die 100 Euro abarbeiten oder die 50 Euro abarbeiten. Also es war kein Freier dabei, der Menschlichkeit gezeigt hätte. Das ist halt, ja, ich kaufe mir eine Zigarettenschachtel, da kriege ich auch meine Zigaretten und da habe ich mir halt eine Stunde gebucht und da möchte ich jetzt auch den Service haben, den ich bestellt habe. Ja. Die Kurfürstenstraße in Berlin ist einer der bekanntesten Straßenstriche in Deutschland. Gerhard Schönborn ist dort Streetworker. Er zeigt Brigitte Schmidt-Hagenmeier und Helmut Sporer die Straße und erklärt beiden die Regeln, die dort herrschen. Die Kondompflicht im Prostituierten-Schutzgesetz wurde auch angesprochen. Wenn ein Mann hier ohne Kondom machen will, der findet immer jemanden hier. Weil die Not so groß ist. Weil die unter Druck sind. Und dann fährt er halt einmal um die Ecke und man sieht immer, also die Frauen beschweren sich, weil sie es nur mit Kondom machen wollen. Aber dann fährt er halt ein Stückchen weiter und entweder findet sich eine andere oder sie selbst am Ende, weil sie nicht weiß, wo sie heute Nacht schlafen soll oder wie sie ihre Drogen finanziert. Und dann würde sie es auch machen. Nehmen die dann so orale Verhütung? Nehmen die Pille, haben die eine Spirale oder sonst was? So. Oder erlebst du dann auch, dass dann es häufiger zu Schwangerschaften kommt? Also wir haben eigentlich immer Frauen, die schwanger sind. Immer. Was sagt eigentlich der Gynäkologe Wolfgang Heide zum Thema Schwangerschaft in der Prostitution? Die Prostituierten, die schwanger werden, und das passiert immer wieder, verheimlichen das zunächst oft, weil sie weiter unter Druck stehen, Geld verdienen müssen und was für ein Druck auch immer, also weiter arbeiten müssen. Deshalb verschweigen sie die Schwangerschaft häufig und kommen dann in die Situation, dass die gesetzliche Frist, in der noch ein Schwangerschaftsabbruch aus möglich wäre, überschritten ist. Und dann sind diese Frauen in größter Not, weil dann müssen sie sich eine illegale Möglichkeit suchen oder müssen ins Ausland gehen, um dort einen Schwangerschaftsabbruch durchführen zu lassen, der natürlich auch mit zunehmender Schwangerschaftswoche gefährlicher für die Frau wird. Davon abgesehen ist jeder Schwangerschaftsabbruch für die Frau auch wiederum eine psychische Katastrophe. Sie werden keine Frau finden, ob Prostituierte oder nicht, die nicht traumatisiert ist durch einen Schwangerschaftsabbruch. Und beim Thema Schwangere in der Prostitution muss man einfach wissen, es gibt einen Markt für schwangere Frauen, einen Markt in der Prostitution für schwangere Frauen. Es gibt also Männer, es gibt Freier, die das besonders toll finden, mit einer schwangeren Prostituierten Verkehr zu haben. Das muss man sich wirklich mal auf der Zunge und zergehen lassen und mal vorstellen, wo leben wir denn und sowas, dass sowas möglich ist. Also ich bin zunächst fassungslos, dass es erlaubt ist, dass Frauen, schwangere Frauen in der Prostitution arbeiten dürfen. Schwangere Frauen gehören nicht in die Prostitution. Also da muss man schon nicht ganz bei Verstand sein, wenn man sagt, Schwangere dürfen in der Prostitution arbeiten. Ab der 34. Woche sind sie in Mutterschutz, aber bis zur 34. dürfen sie arbeiten. Das Gesetz schreibt einen Schutz der Schwangeren und des ungeborenen Kindes vor. Wenn eine Schwangere in der Frühschwangerschaft Verkehr hat, häufig Verkehr hat mit verschiedenen Freiern, läuft sie Gefahr, Unterleibsentzündung zu bekommen, schwere Unterleibsentzündung, die sich auf die Schwangerschaft auswirken können, bis hin zu schweren Fehlgeburten. Das ist ganz, da gibt es überhaupt keinen Zweifel daran. Zurück in die Kurfürstenstraße mit Gerhard Schönborn. Bis zur nächsten Ampel, das ist ungarisch. Es ist komplett in ungarischer Hand, da dürfen auch keine anderen Frauen stehen. Als die da standen, sind die zusammengeschlagen worden. So. Also die haben sie dann über die Straße gezerrt, getreten, mit Pfefferspray gesprüht. Die Straße rein, die erste Ecke, ist auch ungarisch. Ja. Da ist regelrecht ein Auto hingekommen, da standen bulgarische Frauen. Und der Zuhälter hat gesagt, hier ungarische Straße, ihr weg. Dann hat er aus seinem Auto vier ungarische Frauen hingestellt. Und von da an war das klar, dass dieser Abschnitt jetzt sozusagen den ungarischen Zuhältern gehört. Und die anderen und die Frauen haben sich halt beschwert, dass sie nicht mehr da stehen dürfen. So, und kamen zu uns dann rein. Und das rechte Stärkere und die Stärksten sind hier die ungarischen Zuhälter, die bestimmen weitgehend. Und sind die dann auch irgendwie in Strukturen? Sind das Einzelne? Nee, oder sind also die auch noch mal organisiert? Bei den Ungarischen, die sind ganz, ganz klar organisiert in größeren Gruppen. Und jetzt während Corona war es so, als die Bordelle schließen mussten, den Montag drauf standen die nachmittags noch die ganzen Ungarinnen da
Und am späten Nachmittag waren sie komplett weg. Die sind in ein Auto gepackt worden, Busse, und sind nach Ungarn gebracht worden. Und dann war keine einzige mehr da. Daran sieht man, wie organisiert und straff das gerade bei den Ungarischen ist. Alle sehr jung. Also wenn die hierher kommen, ist eigentlich so der Standard 18 bis 21 Jahre. Damit die Prostitution in der Berliner Kurfürstenstraße nicht auf Parkbänken neben der Kirche, hinter den Autos, in Hauseingängen stattfindet, hat das Bezirksamt sogenannte Verrichtungsboxen aufgestellt. Aber seht selbst. Eine Verrichtungsbox ist sozusagen die Bezeichnung, die der Senat dafür erfunden hat. Also, dass sozusagen eine Toilette hier aufgestellt wird, die für die Frauen und für die Kunden. Ja, also es ist. Das stinkt ja extrem nach Urin und dreckig. Und da, aber wie kann ich mir das vorstellen? Die gehen dann da rein und dann wird im Stehen dann penetriert. Im Sitzen, im Stehen. Aber das ist ja total schmutzig. Also ich meine, du musst dich ja als Frau irgendwie auch ausziehen, oder? Menschenverachtend, also vom Geruch, von der Art her. Ich meine auch die Kombination sozusagen Klo und Sex. Das ist ja eklig. Ist aber offiziell aufgestellt zum Zwecke der Prostitution. Ja, es sind ja nur vier, die hier, die gibt es ja nicht woanders. Die sind aber extra. Das sind keine Toiletten. Geruchlos. Auch Toilette. Geruchlos. Das sind auch als Toiletten für die Frau. Aber also jetzt zum Beispiel Barbara König, die Staatssekretärin in der Senatsverwaltung, hat auch eben gesagt, dass sie dankbar dafür ist, dass diese Ökotoiletten als Verrichtungsboxen so gut angenommen werden. Und letzten Montag, wo ich hier war, da war hier besetzt, da standen hier schon zwei Männer mit Frauen und warteten, standen an sozusagen. Und die ist jetzt während Corona, also die ist jetzt im April ist ja aufgestellt worden, und die nächste auch im April. Und also vorher hatten wir schon zwei und jetzt sind es vier von den Toiletten oder Verrichtungsboxen, wie man in... Und wo sind die Frauen früher hingegangen, dass es die Boxen noch nicht gab? Dann irgendwo, Straßenstrich heißt immer einsteigen ins Auto. Auto fährt dann auf den Parkplatz. Oder im Busch. Wir hatten viele Brachflächen. Und Videokabinen kosten 5 Euro, das sind schon wieder 5 Euro zu viel. Das Stundenhotel kostet 10 Euro. Und wer bezahlt die Boxen? Der Bezirk und die beiden neuen, der Senat, also egal wie, der Steuerzahler. Die vier kosten im Jahr zusammen wohl etwas über 100.000 oder um die 100.000 Euro. Reinigung und das sind immer auf, oder? Und Miete, die sind immer auf, ja. Und wo schlafen die Frauen, die hier verrichten? Also im Winter gab es jetzt Notübernachtung. Da gab es ja den tollen Film, den ihr gemacht habt, wo irgendwo also in der Nische, in der Parkgarage. Also es ist wirklich Obdachlosigkeit. Das heißt, die Frauen, die hier dahin gehen und diese tolle Box nutzen können zur Sexarbeit, zur Selbstbestimmten, die schlafen dann irgendwo im Park, in irgendeiner Wohnung. Also sind obdachlos und dann dürfen sie hier in diese Toiletten. Genau. Also, und das sind die dann, die auch noch Zuhälter haben? Oder das sind die eben eher selbst. Also, das sind meistens so die Armutsprostituierten. Was schicken oder irgendwie kein anderes Auskommen haben. Armutsprostituierten, aber teilweise haben sie auch so Zuhälterfreunde-Typen. Ja. So. Aber das ist dann eher so eine 1:1-Geschichte. Aber die schlafen wirklich in Kellern, Durchgängen, Parkdecks. Gibt es dann sozusagen so ein Umfeld, ich sage immer parasitäres Umfeld, ältere Männer, die haben noch irgendwo eine Matratze und die sagen, pass auf, für 30 Euro, 20 Euro die Nacht kannst du bei mir schlafen, und ich habe auch Bedürfnisse und die musst du mir dann halt erfüllen. Das machen sie dann so. Das heißt, 20 Euro, dann sind es 600 Euro, ich weiß von welchen, die haben 1000 und mehr Euro wohin getragen, jeden Tag. So, theoretisch hätten die sich eine Wohnung leisten können, aber sie kriegen keine auf dem Arbeitsmarkt. So, sie haben ja keinen Nachweis dafür. Also sie verdienen zwar schon viel Geld, aber es gibt
Es gibt eben die anderen, die das alles abziehen. Die Frauen in der Prostitution sind nicht die Profiteurinnen ihres Tuns. Profitieren tun ganz andere. Die Frage ist, kann mehr Polizei helfen? Diese Forderung ist illusorisch, weil einfach die Polizei dermaßen viele andere Aufgaben hat und eine Personalmehrung, eine Aufstockung in dem Bereich ist nicht realistisch. Das Rotlichtmilieu ist ein überwiegend kriminelles Milieu, auch geprägt durch die organisierte Kriminalität, was man nicht durch Alarmknöpfe in den Zimmern der Frauen oder eine Zuverlässigkeitsprüfung, die Betreiber jetzt ablegen müssen, regulieren können wird. Die Zuhälter mögen diejenigen sein, die die Frauen ausbeuten, die sie zur Prostitution zwingen. Aber diejenigen, die die Frauen dann wirklich psychisch und seelisch kaputt machen, das sind letztlich die Freier. Auch die Betreiber müssen in die Verantwortung genommen werden. Beim nordischen Modell ist Zuhälterei generell steht unter Strafe, was es jetzt leider nicht ist. Und auch die Betreiber werden mit dem nordischen Modell bestraft. Denn es ist leider so, und das hat man in dem Fall Jürgen Rudloff mit dem Paradise-Bordell gesehen, dass die Betreiber natürlich ihre Bordelle vollkriegen müssen. Und je nach Größe sind sie auf Zulieferer angewiesen, die ihnen Frauen bringen. Und die wissen natürlich, dass die Frauen nicht einfach von Rumänien aus irgendeinem Dorf dort kommen und klingeln, sondern dass die von Männern gebracht werden, die sie auch ausbeuten. Und deswegen ist der Jürgen Rudloff wegen Beihilfe zum Menschenhandel verurteilt worden. Und das ist kein Einzelfall. Auch wenn man ein Betreiber sein möchte, der sauber arbeitet, geht es in diesem Bereich größtenteils nicht, weil man sonst wirtschaftlich pleite wäre, wenn man keine dritten Personen hätte, die Frauen ranschafft, weil es einfach nicht so viele Frauen gibt, die in dem Bordell freiwillig arbeiten wollen. Helmut Sporer arbeitete Jahrzehnte als Kommissar bei der Kripo in Augsburg. Er kennt das Milieu sehr gut. Er war einer der Chefermittler im Paradise-Prozess. Dieser Prozess zog etliche Haftstrafen nach sich. Er kann auch die Frage beurteilen, wie kriminell das Umfeld in der Prostitution ist. Prostitution ist in hohem Maße ein hochkriminogener Bereich. Ganz anders, wie manche Ideologen oftmals einem weismachen wollen. Da wird eben dann unterschieden zwischen der legalen, sauberen Prostitution und der Prostitution im Dunkelfeld, wo es Menschenhandel gibt. Und das ist eine grundsätzlich falsche Einschätzung. Denn die meisten Opfer, die meisten erkannten Opfer, das ist ein Ergebnis aus meiner 25-jährigen Tätigkeit in dem Bereich, die stammen aus legalen, aus normalen, jetzt auch erlaubten Bordellbetrieben. Und deswegen ist es schlicht irreführend zu sagen, eben, es ist zu unterscheiden zwischen einer sauberen, legalen Prostitution und dem Dunkelfeld. Wie groß ist das Dunkelfeld in Deutschland? Die Prostitution braucht eine gewisse Öffentlichkeit, anders als zum Beispiel der Bereich Betäubungsmittel, Rauschgift, der im Verborgenen sehr gut floriert. Aber Prostitution braucht eine Öffentlichkeit, das ist ein Markt, weil einfach ohne den Kunden, ohne den Freier geht nichts. Der muss erreicht werden und der Kunde, der Freier muss wissen, wo gibt es einen Bordellbetrieb, wo gibt es eine Frau, die er mieten, die er kaufen kann. Und deshalb ist also überwiegend das Ganze im Hellfeld. Ich weiß, bei uns in Bayern, also wir finden so gut wie keine Frau ohne Anmeldung. Mhm. Und da passen die Bordellbetreiber auch auf, die wollen sich hier nicht angreifbar machen. Mhm. Und wenn die Gegner dieses nordischen Modells sagen, dann rutscht die Prostitution in die Illegalität ab, ins Dunkelfeld ab. Was entgegnest du denen? Das ist ein sehr häufiges Argument, ich nenne es ein typisches Scheinargument, um Leute, die in der Szene nicht so drin sind, zu verunsichern, vielleicht auch aus eigener Unkenntnis, das kann auch sein. Die Masse der Frauen, die sind im Hellfeld und dort passieren auch die schweren Straftaten. Ich habe in meiner aktiven Zeit als Kriminalbeamter sehr, sehr viele Verfahren betrieben und bis auf eines, glaube ich, sind alle im Hellfeld passiert. Alle Menschenhandelsopfer waren in normalen Bordellen oder auf dem bekannten Straßenstrich oder in bekannten regulären Wohnungen zu finden. Die gängigen Delikte sind natürlich Zuhälterei,
dann Menschenhandel in allen Variationen. Okay. Dann, wir hatten auch schon Fälle von Menschenraub, wo dann Banden untereinander die Frauen entführt haben. Dann ich auch, manche werden auch richtig vergewaltigt von den Zuhältern oder sie schicken jemanden. Also der Zuhälter fühlt sich als einer, dem die Frau gehört. Die Frau ist sein Eigentum. Genau. Und markieren, das kann man manchmal auch im Wortsinne nehmen. Wir haben immer wieder mal Fälle, wo der Zuhälter praktisch seinen Namen eintätowieren lässt in den Nacken, in den Körper der Frau, wie ein Brandzeichen in einem, bei Rindern, vom Western kennt man das her. Menschenhandel kann man mal übersetzen mit Sklavenhandel. Mich ärgert immer, wenn dann so Alibi-Aktionen stattfinden oder Vorschläge, so Nebensächlichkeiten geregelt werden. Das ist die Verwaltung von Sklavenhandel. Sklavenhandel bleibt, Sklavenhandel gehört abgeschafft. Das wären die richtigen Botschaften für die Zukunft. Die sind meistens Mädchen aus einfachen Verhältnissen mit geringer Schulbildung, die dann hergelockt werden, meinetwegen mit einem Küchenjob oder was Ähnlichem, gell, und dann gezwungen werden, eben die Prostitution zu beginnen, und dann werden Fotos gemacht und dann sind sie den Zuhältern ausgeliefert, und die Scham, die Angst vor der Familie in dem Heimatland ist viel größer, als dann auszubrechen. Das ist die schlimmste Sünde, die man begehen kann, dass man eben die Polizei ruft, dass man mit der Polizei kooperiert. Und deshalb sind diese Frauen auch so gefangen in dieser eigenen Welt. Das ist ein Mikrokosmos, das kann man sich als Normalsterblicher ohne Einblick in die Szene oft gar nicht vorstellen. Wir haben die Prostitution in Deutschland vor fast 20 Jahren liberalisiert. Was hat sich für die Polizei in ihrer Ermittlungsarbeit im Gegensatz zu heute verändert? Die Situation war damals gänzlich anders. Zum einen natürlich gab es nicht diesen irren Ansturm an Frauen aus Südosteuropa. Da war eben das Ausländerrecht noch anders, das kann man jetzt nicht vergleichen. Aber die rechtlichen Gegebenheiten, die waren sowohl für die Polizei auch wie auch für die Frauen wesentlich besser. Und zwar hat es bis 2002 als Beispiel den Paragraphen Förderung der Prostitution gegeben. Das heißt, wenn Frauen im Bordell waren, durfte der Bordellbetreiber keinen Einfluss nehmen auf die Art und Weise der Frau. 2002 mit dem Prostitutionsgesetz gab es gleichzeitig in einem kleinen Passus in diesem Gesetz dieses sogenannte eingeschränkte Weisungsrecht. Zum Beispiel Arbeitskleidung. Genau. Ob sie jetzt nackt arbeiten müssen oder nicht, wann sie anfangen dürfen, wann sie gehen dürfen, auch wenn sie schon 15 Stunden im Bordell sich aufhalten. Das sind Dinge, die hatten wir im Verfahren 2006 gegen einen großen FKK-Club in Augsburg geführt. Und die Staatsanwaltschaft hat damals Anklage erhoben, es sind alle Kriterien erfüllt worden und die Beweiskette hat gestimmt. Aber damals wurde das Verfahren vom Gericht nicht eröffnet, mit explizitem Hinweis auf die neue Rechtslage, auf das Prostitutionsgesetz. Einige Jahre vorher wären diese Leute alle verurteilt worden, wegen dem gleichen Geschehen, was sie gemacht haben. Und das ist der große Nachteil. Seither sind die Frauen in einem engen Korsett, haben nicht nur oft ihren Zuhälter, sondern auch noch den Bordellbetreiber, der über sie bestimmen kann und eben die persönliche Freiheit beschneidet. Prostitution schädigt die Frauen in der Prostitution an Seele und Körper. Hat Prostitution auch Auswirkungen auf alle Frauen in der Gesellschaft? Hat Prostitution Auswirkungen auf eine gleichberechtigte Gesellschaft? Man kann sagen, der Startpunkt war die große Diskussion um Gleichstellung in den 70er und 80er Jahren. Und man hat dann auch Umfragen gemacht in der Bevölkerung. Und da hat sich herausgestellt, zum Ersten, Prostitution fördert Gewalt gegen Frauen. Das war, was wir nicht sehen wollten. Und dieses Bild, das man hat, dass meistens junge, starke, selbstständige Frauen in der Prostitution arbeiten, hat sich als total falsch erwiesen. Die meisten waren selbst sexuelle Gewalt ausgesetzt oder in Familien mit Drogenproblemen aufgewachsen. Das waren also die verletzbarsten Frauen in der Gesellschaft, die hauptsächlich in der Prostitution waren. Und das war sozusagen der Tipping Point. Und zwar wollte man dann diese verletzbaren Frauen nicht bestrafen,
aber man wollte trotzdem die Nachfrage stoppen. Und deswegen haben wir dann Sexkaufverbot eingeführt. Heute sind laut Umfragen 80% der Schweden für dieses Modell, etwa 10% dagegen. Im Parlament ist es 100% der Partei stehen dahinter. In Schweden ist das nordische Modell, das ursprünglich schwedisches Modell hieß, ja jetzt schon seit über 20 Jahren in Kraft. Das heißt, da sind anderthalb Generationen gewachsen in dieser Zeit, die einfach mit diesem Gesetz aufgewachsen sind, für die es völlig selbstverständlich ist, dass Prostitution gegen die Menschenwürde verstößt, dass Prostitution gegen Gleichberechtigung verstößt. Wenn man heute auf der Straße einen Menschen fragt, ja, wie ist denn das so bei euch mit Prostitution? Da hört man, hä, Prostitution, das geht gar nicht. Also Befreier, die Prostituierte kaufen, die sind irgendwie Loser. Und die Schweden gucken auf Deutschland wirklich so mit einem großen Fragezeichen, was machen die denn da? Dass Prostitution und Gleichberechtigung im diametralen Widerspruch zueinander stehen, sieht man ja an diesem sehr deutlichen Gefälle. Über 99% der Menschen in der Prostitution sind Frauen, sind Mädchen und Frauen. Und sie werden gekauft von Männern. Wir brauchen auch Aufklärung, weil wir werden nie Geschlechtergerechtigkeit hinkriegen. Wenn die Jungs schon bei der Abitursfeier und bei dem Junggesellenabschied da lernen für ein bisschen Geld, ist es normal, dass ich eine Frau zu sexueller Benutzung kaufen kann. Und wie angesprochen wurde vorhin, man nimmt Rücksicht auf ein paar wenige Frauen, Einzelfälle, damit die ein gutes Auskommen haben, damit die sichere Einnahmen haben. Und man opfert die große Anzahl der nichtfeindlichen Frauen auf dem Altar der Gutverdiener.